So, wir machen jetzt mal so einen Schnitt hier. Ich habe tatsächlich mal Handschuhe angezogen, weil es eben doch gefährlich ist. Also, das ist irre. Und wenn man die Spindel jetzt hier bewegt, also dreht, läuft sie absolut kontaktlos. Und das ist genau das Entscheidende bei diesem Rasenmäher. Ja, lieber Abendfix, wir haben den 21. Oktober. Ich habe nachgeguckt. Es sieht klasse aus. Und hier ist die Testfläche. Wir machen Folgendes heute. Erstmal werde ich hier ein gutes Stück mähen und auch dieses Mähen kommentieren, wie ich mit dem Falkenstein klarkomme. Wir schauen uns vorher auf jeden Fall nochmal den Schnitt an und auch die Schnitteinstellung gleich am Anfang, ist ja das Wichtigste. Dann erzähle ich euch so ein bisschen etwas über die Technik, was mir an dem Mäher gut gefällt und auch vielleicht nicht so gut gefällt. Und ja, zum Schluss sage ich etwas über die Preise, über die Bestellmöglichkeiten. Ich habe ja gerade das Video zur Vorstellung rausgebracht. Da hat er mich sehr begeistert, muss ich zugeben. Aber letztendlich zählt die Funktion und auch die Anwenderfreundlichkeit. Und das seht ihr alles in diesem Video. Und ja, jetzt sage ich mal, jetzt geht's los. Ich werde meine liebe Frau wieder bitten, dass sie die Kamera ein bisschen führt. Hol mir mal raus, den Falkenstein. So, da ist das gute Stück. Und ihr merkt schon gleich. Er hat keine Transportrollen. Und wenn er das Ding hier über Pflaster oder jetzt hier den Asphalt schiebt, dann macht das hässliche Geräusche. Gut, wir brauchen, um jetzt den Schnitt einzustellen, beziehungsweise den Schnitt zu kontrollieren, Schnittpapier. Ich habe hier noch gleich mitgebracht, das, was ihr dazu bekommt. Das brauchen wir jetzt nicht, aber das ist das Backlapping Kit. Das liefert Zylindermower Germany dazu. Hier so eine kleine Kurbel, mit denen ihr die Spindel rückwärts drehen könnt. So ein Malerpinsel, so einen schönen langen. Und die Backlapping Paste. Hier, so sieht die aus. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr dünnflüssige Backlapping Paste. Alex sagte, dass man nur ganz, ganz wenig davon verwenden muss, um die Spindel nachzuschleifen. Mache ich jetzt nicht. Machen wir vielleicht mal im späteren Video. Ich werde das Gerät natürlich ein bisschen länger benutzen. Okay, es gibt zwei Möglichkeiten, um den Schnitt zu kontrollieren. Einmal könnte ich jetzt hier diese 13er Mutter lösen und den Griff nach vorne klappen. So, dann kann man den nach vorne kippen und das ist halt die Wartungsposition. Das macht man jetzt, denke ich mal, nicht so oft, weil es eben auch ein bisschen Schrauberei bedeutet. So, jetzt kann man den hier so nach hinten kippen. So, und damit jetzt hier diese beiden Blechausleger nicht zerkratzen, wenn man den jetzt auf dem Boden natürlich nach hinten kippt, das ist jetzt hier eine Holzplatte, gibt es so einen Kantenschutz, den man jetzt hier raufsetzen kann. Hier so einen Kantenschutz einfach so drauf klipsen. Und jetzt kann man den eben sehr schön hier auf diese beiden Blechenden drauf kippen und dann überkippen. Und dann steht er hier schön auf dem Kopf. Ich mache das so, wie ich es bei meinem Sportman mache, mit so einem Sandsack. Das ist ein Sack, den kann man hier für Foto-Filmstative kaufen zur Beschwerung. Und so haben wir denn ihn umgekippt. Jetzt braucht man natürlich das Schnittpapier. Ganz wichtig, das ist ein scharfes Messer. Da kann man sich ganz, ganz leicht verletzen. Alex sagte, ich darf nur hier oben die Spindel bewegen. Ihr hört ja jetzt, er ist jetzt spielfrei, also er hat jetzt keinen Kontakt. Und jetzt schauen wir, ob er auch schneidet. Na, nicht ganz, ne? Ja, grenzwertig, ne? Nicht, war nicht ganz perfekt. In der Mitte, perfekt. Auch da. Also braucht noch eine gewisse kleine Beschleunigung. Ja, ist gut. Das ist absolute Grenze. Doch, ist super. Was ich gleich sagen muss, ist, dass, nehmen wir wieder hoch, dass das nicht so ganz einfach einzustellen ist. Also das ist wirklich eine Übungssache, weil hier tatsächlich diese Einstellmuttern, diese wunderschönen Rändelmuttern,
Die sind sehr sensibel. Das ist ein normales Gewinde, kein Feingewinde. Und ganz leichte Drehwinkelveränderungen sorgen schon für eine große Verstellung der Spindel. Also da muss man echt ganz vorsichtig sein. Ich kann das ja mal einmal machen. Jetzt ist es berührungslos. Und jetzt drehe ich ein ganz bisschen im Uhrzeigersinn. Nein, gegen den Uhrzeigersinn. Ja, jetzt ist er dran. Und das ist wirklich nur eine ganz kleine... Jetzt ist er dran. Jetzt muss ich... Also das ist immer links. Also hier fehlt so eine Anzeige drauf, Plus und Minus. Gegen den Uhrzeigersinn? Nee, mit dem Uhrzeigersinn nehme ich die Spindel weg, genau. Jetzt drehe ich so ganz leicht, bis es keinen Kontakt mehr gibt. Der Alexander Rhein sagte eben, dass er das nur über Gehör einstellt. Ja, jetzt ist es nahezu kontaktlos. Das klingt nicht schlecht. Ich habe jetzt hier einen kontaktlosen Schnitt. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Jetzt drücke ich mal auf das Untermesser. Das ist ein ganz leichter Druck, also, naja, ganz leicht nicht, aber ich, kontaktlos. Und jetzt drücke ich aufs Untermesser und schon habe ich Kontakt. Und das ist etwas, was tatsächlich beim Mähen passiert. Das Gras drückt ja, das Gras kommt von vorne an und streicht ja hier übers Untermesser und erzeugt tatsächlich auch, gerade wenn es sehr dicht ist und sehr kurz geschnitten ist, auch einen gewissen Druck aufs Untermesser. Und das unterstützt dann beim Mähen den perfekten Schnitt. Ich werde jetzt wieder auf 12 mm Schnitthöhe mähen. Okay, Schnitthöhe. Wie macht man das? Hier ist die Skala. Und ihr seht, ich verstelle mal deutlich, wie er hoch und runter geht. Und wir wollen 12 mm haben. Ich stelle jetzt genau auf 12 mm ein. Was das? Ja, ich glaube... Eine Sache, die mich echt begeistert, ist hier zum Beispiel diese Spielfreiheit hier von der Frontrolle. Die ist ja gelagert, die ist ja in der Höhe verstellbar. Die kann ich in der Höhe verstellen, ja, die kann ich hoch und runter drehen. Aber die ist komplett spielfrei. Das ist tatsächlich nur im Profibereich zu finden. So eine spielfreie Lagerung. Da gibt es andere Geräte, ich nenne jetzt hier keine Namen. Die sind da viel, viel, viel schlechter. Und das ist etwas, was ich klasse finde, da merkt man eben, das ist super robust. Allein schon dieses Blech hier, das ist richtig fett, um auch hier über die ganze Breite da eine ganz exakte Lagerung und Positionierung hinzukriegen. So, jetzt nochmal eine Sache zum Mähen hier. Ich werde jetzt diese ganze Fläche mähen, also nicht den hinteren Bereich, sondern die vordere Fläche. Ja, die tief gemähte Fläche bis zum Rand hier, jetzt nicht drüben, sind ungefähr 90 Quadratmeter. Und die mähe ich jetzt in einem Rutsch durch. Das werde ich auch durchlaufen lassen. Ich werde jetzt die ganze Fläche auch ohne Zeitraffer einmal komplett durchmähen, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, wie lange das dauert und wie anstrengend es ist. Okay, ich mähe von der Sonne. Wahrscheinlich ist es ideal, ich mähe hier quer. Ich fange also ganz im Süden an. Hier schön am Rand. Ah, da fängt er schon zu schneiden. Und versuche hier möglichst am Rand zu mähen und es geht los. Zack. Ups, Entschuldigung. Man muss natürlich ein bisschen über Deckung fahren. Ja, ist jetzt hier nicht ganz so optimal. Mal runterhüpfe. Jetzt läuft mir noch die Nase. Na toll. Jetzt läuft mir noch die Nase. Das schneide ich natürlich raus. Der Schnitt muss raus. Man hört die Wurmhaufen und man hört auch, dass es nicht ganz geräuschfrei ist. Das ist jetzt ja Dreck, das ist natürlich das Gras und das ist auch die Mechanik. Ja, lass mal, so ist so.
Wenn man ein bisschen schneller mäht, dann entsteht so eine Resonanz, so eine Schwingung im Meer. Wenn ich jetzt so langsam mähe, ist das nicht der Fall. Wenn ich jetzt aber ein bisschen beschleunige, ein bisschen schneller mähe, dann entsteht so eine Schwingung im Gehäuse. Huch, jetzt bin ich auf den Beton gefahren. Das liegt an der großen Übersetzung. Die Spindel muss halt auf unheimlich hohe Drehzahl beschleunigt werden. Das ist halt der Riesenunterschied zu einem normalen Handspindelmäher. Wir brauchen die hohe Drehzahl, um die richtige Schnittfrequenz zu kriegen, um die richtige Anzahl an Schnitten pro Meter zu kriegen. Das sind hier bei der 6-Messer-Spindel 8-Messerspindel, ja. Danke. Bei der 8-Messerspindel sind das, ich glaube, 96 Schnitte pro Meter. 96 Schnitte pro Meter. Wenn man also 1000 Millimeter durch 96 teilt, dann kommt man, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf, ich glaube, 11,3 Millimeter. 11,3 mm wäre die ideale Schnitthöhe jetzt für diese Konstellation. Ihr seid noch dabei. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen filmen, wie das Gras hier reingeschmissen wird. Das ist noch mal interessant. Meine Frau kommt noch ein bisschen dichter. Man kann mal die Streifen mal anschauen. Ich mähe nicht gerade. Na toll. Ich habe das Leitblech ganz nach unten geschaltet, ganz nach unten gedreht. Und tatsächlich jetzt bei der Schnittgeschwindigkeit und bei der Fahrgeschwindigkeit wird der Fangkorb sehr gut und auch sehr gleichmäßig gefüllt. Das ist schon mal super. Auch wichtig. Ein bisschen was geht vorbei. Also ein paar Hälmchen fliegen drüber weg. So, wir nähern uns der 90 Quadratmeter Marke. Der Rasenfreak ist leicht am Stöhnen. Leicht am Stöhnen. So, zwei Bahnen noch, ist gut. So, dann haben wir ungefähr gute 90 Quadratmeter gemäht. Zack. Das waren jetzt 90 Quadratmeter in Echtzeit gefilmt. Und da mache ich auch keinen Hehl draus. Es ist anstrengend. Das ist ein Gerät, was ihr schieben müsst. Das hat einen hohen Widerstand durch die vielen Messer, durch auch die Mechanik. Es ist schwer, durch die Masse. Es wiegt, glaube ich, 47 Kilo ziemlich genau. Und das müsst ihr halt eben schon beschleunigen. Das müsst ihr ja schieben. Und das kostet Kraft. Ja, aber du musst es auch noch mal schieben. Also wir machen hier vorne gleich, mäht meine Frau noch mal. Das zeigen wir euch auch noch. Also das muss man wissen. Und deswegen ist das Gerät auch wirklich nur für kleine Flächen gut geeignet, aus meiner Sicht. Sag mal 100, 200 Quadratmeter, das ist so die Grenze, 200 Quadratmeter.
geht auch noch. Ich habe die ganze Fläche tatsächlich mal 360 Quadratmeter von Hand gemäht. Da war ich schon alle. Ist so. Okay, aber geht. Ne? Ist alles gut. So, was man jetzt hier sieht, wir schauen uns mal den Schnitt an. Was man hier sieht, ist ein wirklich toller, gleichmäßiger Schnitt. Was man aber auch sieht, sind die Rillen von der Frontrolle. Die ist ja profiliert. Und mein Rasen, auch durch den vielen Regen jetzt die letzten Tage, mein Boden ist doch relativ weich und diese Frontrolle drückt sich relativ stark rein. Das gefällt mir nicht so gut. Also ich würde tatsächlich gerne nochmal die Glattrolle, also die durchgängige Frontrolle anschauen, testen. Die habe ich leider noch nicht bekommen. Und ich kann jetzt nicht warten, weil das Wetter gerade so cool ist. Also das finde ich nicht ganz optimal mit diesen Rillen. Die sieht man tatsächlich auch noch ein, zwei Tagen. Also da müsst ihr euch tatsächlich auch beraten lassen von Alexander Rhein, von den Kollegen, die das Ding jetzt hier entwickelt haben, was da für eure Bodenverhältnisse, für eure Schnitthöhe, für euer Gras das Beste ist. Wahrscheinlich sieht es auf dem Video wieder noch mal tausendmal besser aus als in Realität, aber auch die Realität ist schon gigantisch. Also das ist schon der absolute Oberhammer. So, wir haben jetzt hier eine Schnitthöhe von, ja, war nicht schlecht. 11, vielleicht sogar wirklich 12 mm. Ganz genau kann man das nicht ablesen. Super, drehen wir noch mal um. Schauen wir noch mal über die Fläche. Helmchen. Ja, so ein paar Helmchen sind auch stehen geblieben. Also es ist nicht jeder Halm geschnitten worden, das macht keinen Spindel mehr. Da kann man jetzt noch mal rüber gehen, wenn man möchte und die Kraft hat. Aber insgesamt ist das schon eine coole Sache. Das ist schön, schön, echt cool. Das ist schon cool. Ja, macht er auch gut. So. Schauen wir uns mal den Fangkorb an, die Füllung. In der Mitte ist jetzt ein bisschen, ist jetzt hier ein bisschen nach vorne gefallen. Also in der Mitte hat er ein bisschen weniger reingeschmissen und an den Rändern ein bisschen mehr. Aber insgesamt ein wirklich sehr, sehr gleichmäßiges Füllbild. Und ein wirklich schöner Schnitt. Man sieht, die Halme sind kurz, so 2-3 mm abgeschnitten. Hier, der ist ein bisschen länger. Ich weiß nicht, ob man das sieht auf der Kamera. Schöne kurze Halme. Wunderbar. Und macht er es oder macht er es nicht? Oh. Der riecht echt gut. Okay, so auskippen. Dieser Kunststoffbehälter ist ein Tiefziehteil. Ich meine, das muss man sich auch mal klar machen. Da müssen Werkzeuge für gemacht werden. Und die sind teuer. Aber hier solche schönen gefrästen Metallteile, schöne Schrauben. Das macht eben genau dieses Gerät aus. Da ist Liebe zum Detail. Hier muss ich sagen, das gefällt mir noch nicht so gut. Das ist ein bisschen dünn, so von der Griffmulde her, so ein bisschen scharfkantig. Ja, das könnte man noch ein bisschen besser gestalten. Okay, jetzt jammern auf hohem Niveau. Aber da finde ich so vom Griff her, ist mir das so ein bisschen zu scharfkantig. Aber gut. Okay, lässt sich super, super draufsetzen. Kann auch nicht hin und her rutschen. Das ist richtig. Richtig geführt, dass er nicht irgendwie am Lack irgendwie scheuert. Super gut geführt, der Fangkorb. Er könnte für mich ein bisschen mehr geschlossen sein, dass das Gras noch besser eingefangen wird. Also wenn er jetzt so bis hier geschlossen wäre, also dieses, wenn er jetzt hier gerade hochgehen würde. Ja gut, okay, das sind Dinge, die man vielleicht so in so einer kleinen Serie, in so einer Manufakturfertigung nicht unbedingt hinkriegt. Man muss sich auch klar machen, das ist hier wirklich handmade in Germany. Nicht nur made in Germany, handmade in Germany. Das wird, dieses Gerät wird von der Firma Rasenspecht gefertigt und vom Alexander Rhein persönlich montiert. Also der schraubt jeden Mäher selber zusammen. Ja, noch geht das. Ich hoffe, dass es irgendwann natürlich auch nicht mehr geht. Nein, also das muss man sich klar machen. Es ist alles unglaublich solide. Die Bleche sind dick. Das sind hier, weiß ich nicht, 5 mm. Die Antriebswalze ist super
dick, also wirklich super solide konstruiert. Hier sind sogar Gewichte auf der einen Seite eingesetzt, um ne, den Weg, den Mäher komplett vom Gewicht auszugleichen, dass der ganz gleichmäßig auf den Rasen drückt. Das ist hier alles berücksichtigt. Ganz viel Liebe zum Detail steckt hier drin. Ja, da wird es noch die eine oder andere Verbesserung geben. Da bin ich überzeugt von. Ich habe jetzt einen Kollegen gehabt, der fand die Griffposition nicht optimal. Hier hat man nur drei Löcher, um diese Neigung zu verstellen. Mir ist der Griff tatsächlich auch ein bisschen zu hoch. Ich bin ja sehr klein und der war sehr groß. Dem war der Griff zu tief. Also da müsst ihr gucken, da müsst ihr wirklich gucken. Am besten, ihr kommt zu mir. Ihr dürft das Gerät hier gerne bei mir testen. Wirklich, das meine ich jetzt ernst. Meldet euch vorher, ruft ihr an, schreibt mir eine E-Mail. Dann dürft ihr den Falkenstein hier auf meiner Rasenfläche testen, wenn das Wetter passt. Gar keine Frage. Testet das Gerät, fahrt zu Rasenspecht. Die wohnen in der Nähe von Osnabrück. Wir wohnen in der Nähe von Hannover. Also gar nicht so weit auseinander. Schaut euch das Gerät an, schaut euch an, ob euch das gefällt. Hier gibt es Gummigriffe, die man als Serienausstattung bekommt. Das sind jetzt hier die Korkgriffe. Das sind so Fahrradgriffe, um ganz ehrlich zu sein. Aber die man verstellen kann, das finde ich sehr schön. Die Gummigriffe kann man nicht verstellen. Hier kann man eine Schraube lösen und dann kann man die richtig schön auf seine Griffposition umstellen. Ich würde mir wünschen, dass man eben diesen Griff noch in der Länge so rein und raus schieben könnte. Das würde dann ja, zu mir noch besser passen. Ein bisschen tiefer, dann wäre so der Druck auf den Mäher auch nicht schlecht. Was auch klar ist bei dieser Konstruktion, das ist ja jetzt fest montiert, wenn ihr schiebt, drückt ihr natürlich automatisch immer so ein bisschen die Frontwalze in den Boden. Deswegen glaube ich, dass diese durchgängige Frontwalze jetzt für meinen Boden deutlich besser ist. So, lieber Alfix, jetzt mäht meine Frau. Aber bevor sie mäht, oh, sie mäht schon. Warte, was absolut wichtig ist und was ich auch euch nochmal wirklich deutlich sagen muss. Ihr braucht einen ebenen Boden. Ihr braucht eine topfebene Rasenfläche. Sonst macht auch so ein Gerät keinen Spaß. So. Ich drehe es mal um und dann schauen wir mal, was meine Frau sagt. Warte mal, ich gebe ihr auch mal das Mikro. Moment. Blödes Mikro. Was? Warum denn nicht? Muss man doch auch Kurven mitmähen können. da werde ich aber Ärger kriegen. Nein. Ah, das geht echt. Also, so schlimm ist das nicht mit der Schieberei. Mein zumindest auf zwei Bahnen. Es geht? Es geht. Ich finde, es geht. Also, oh, wie toll er sich wenden lässt. Ja, das geht. Es geht wirklich. Klar, das Anschieben, ne? Wenn den, ich muss den erstmal einen Schwung kriegen. Boah, Gegenwind ist auch nicht so gut. Ja, bei Gegenwind weht dir der Graschnitt ins Gesicht. Ja, geht. Und mal noch eine Bahn. Eine noch. Eine noch. Sklavenarbeit hier. Lässt sich wirklich toll leicht wenden, also. Okay, das war's jetzt zum Falkenstein. Ja, es ist ein wirklich teurer Handspindelmäher, gar keine Frage. Das Gerät kostet, wie es da steht, 2.760 Euro. Das ist wirklich viel Geld. Überlegt euch,
ob ihr sowas haben wollt für das Geld. Ich finde, das Gerät sieht richtig solide und gut aus. Es schneidet fantastisch. Es schneidet fantastisch tief. Es macht keine Rippchen. Also es ist ein Spielzeug für Rasenfreaks, gar keine Frage. Wenn ihr das Gerät haben wollt, überlegt euch gut, ob ihr es vielleicht jetzt schon bestellt. Wenn ihr es im Frühjahr erst bestellt, so zum Start der Saison, kann es mit den Lieferzeiten echt Probleme geben, dass ihr lange darauf warten müsst. Wie gesagt, eine Handfertigung, da wird jeder einzelne Rasenmäher von Hand zusammengeschraubt und das dauert seine Zeit. Zurzeit sind die Lieferzeiten noch relativ moderat, aber im Frühjahr kann es natürlich dramatisch werden, wenn alle im Frühjahr bestellen. Also überlegt euch das gut, wann ihr das Gerät bestellen wollt. Passt gut unter Weihnachtsbaum. Nee, okay. Aber ist ja nicht so groß. Oder ins Wohnzimmer. Okay, ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Video gefunden habt. Gebt mir einen Daumen, wenn ihr es gut gefunden habt. Und lasst gerne ein Abo da. Ihr wisst, das hilft den YouTubern, also auch mir. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Das Wetter war heute nochmal klasse. Was will man mehr? Tschüss.